So. Da sind wir. Beim letzten Mal haben wir ja Vaiana Story durchgekriegt. Da haben wir auch Pua endlich bekommen. Süße kleine Schweinchen. Mega cute. Und wir hatten. Hier sind Kürbisse. Und wir hatten. Welche Story haben wir denn noch beendet? Wallis ist immer noch verbuggt. Vaianas hatten wir, Remi ist sowieso fertig. Donuts! Donuts hatten wir noch fertig gemacht. Jo, das heißt, Mini steht noch im Plan. Mutter Gothe steht noch. Hier die drei Kanaillen. Ja, gut, Ursula und Ariel. Das brauchen wir nicht von reden. Muss ich noch gucken, dass ich die auf 10 kriege. Remy haben wir schon fertig. Maui muss, glaube ich, noch. Ja, Maui ist noch. Ist aber auch hier schon die letzte Aufgabe. Da sind wir jetzt schon bei der letzten Aufgabe. Also, es läuft gut. Es läuft sehr, sehr gut. Ja, hier ist noch unser. Und der kleine Park, den ich auch unbedingt noch weitermachen muss. Hätte ich eigentlich auch gern noch vor morgen. Das ist übrigens Merlin. Aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht. Es sei denn, ich sitze halt wirklich den ganzen Hier Abend bin an ich. Wir Disney. müssen reden. Ist das mein Headset was Leises? Ich weiß es nicht. Das Herz von Dreamlight Valley. Was für eine was für eine wunderbare Idee. Es ist ein Schutzedelstein, weißt du? Aber das verflixte Ding zerbrach, sobald die Herrscherin verschwand. Ich weiß, wie du ihn reparieren kannst, aber natürlich wirst du dafür einige Dinge brauchen. Als erstes benötigst du einige gereinigte Nachtscherben. Kombination aus Streamlight und dunkler Magie wird das Herz wieder herstellen. Hol auch Wasser aus dem vergessenen Land und den eisigen Höhen, die Magie auszugleichen und zu stabilisieren. Wenn du alle Zutaten mit den gefundenen Scherben kombinierst, solltest du das Herz von Dreamlight Valley heilen können. Okay. Und jetzt auch. Also, so viel dazu. Wie gesagt, ich möchte heute auf jeden Fall ein bisschen was an den Quest schaffen. Und ja. Ich bin auch ein bisschen früher als sonst. Für gewöhnlich fange ich eine Stunde später an. Aber ich wollte Disney spielen. Vor allem, da ich nicht weiß, wie lange ich mache, dachte ich, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich muss die Füchse hier noch zähmen. Das lasse ich zurzeit ein bisschen schlummern. Und ich muss einmal zu meinen Kürbissen. Das heißt, da ist gerade Mini. Wenn ich da bin, ist sie wahrscheinlich weg. Nee. Mini, bleib mal hier. Wahrscheinlich redest du aber erstmal wegen der Aufgabe. Alter, ich erinnere mich an etwas. Ich erinnere mich daran, dass ich hier mit Goofy geangelt habe. Aber nicht zum Spaß. Es war wichtig. Dann gingen wir zum Strand und. Oh, der Rest ist schwammig. Vielleicht hilft mir etwas, am Strand mich zu erinnern. Lass uns nachsehen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. So. Auf Ja. Ich dich auch, Mini. So, genau, dann bleibst du da einmal vorbei. Komm noch mal ein bisschen näher. Ich glaube, da kann ich keinen Zaun hinbauen. Hier sperren wir Mini nämlich wieder ein. Nein, das hat sich ganz gepasst. Bisschen verschätzt. Jetzt. So. Kürbisse habe ich noch mit. Und dann gehen wir jetzt erstmal Kürbisse ernten. Also erstmal ein bisschen Geld verdienen.
bewundere ja die Leute, die schon alles fertig dekoriert und designt haben. Hätte ich auch gerne schon. Aber das dauert hier bei mir noch. Ich bin da nicht ganz so schnell. Leider. Deswegen... Drückt mir bloß hier auf meine Kürbisse. Wäre natürlich noch schön, wenn es noch regnen würde. Und wenn wir heute vielleicht noch eine zweite Fuhre Kürbisse fertig kriegen. Die brauchen halt leider immer 4 Stunden. Ja, wahrscheinlich 16, 17, 18, 19. Ja, dann werden sie so um 19 Uhr fertig. Wahrscheinlich eher 19, 30. Die brauchen immer ein bisschen. Ja. Ich meine, ein bisschen Geld haben wir ja gerade noch, aber wir müssen ja auch einiges noch aufwerten. Was teilweise echt ein bisschen teuer ist. Deswegen schadet es nicht, die Kürbisse zu ernten. Komm, spätestens wenn wir bei Dagobert im Laden nachgucken. Weil da sehe ich eh wieder 30.000 Dinge. Habe ich bisher so nicht nachgeguckt. Weiß auch noch nicht, ob ich das wirklich will. Weil ich ja wieder nachgucken will. Der hat immer so tolle Sachen. Ich möchte den ganzen Laden immer leer kaufen. Wobei, die letzten Male hat er ja immer recht viel Doppeltes. Das schon hab. So, jetzt geht's ans ans Sehen. Okay, das Ding da hinten ist verpackt. Dann lasse ich das erstmal aus. Wenn ich irgendwann mal genug Geld habe, dann kann ich auch mal wieder Sachen oder andere Sachen pflanzen. Muss ich nicht mehr die ganzen Kürbisse in die Erde bringen. Ich meine, ich bin froh, dass ich immerhin schon alle Gebiete habe. Also manchmal dauert es ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, sie braucht manchmal so eine kleine Gedenkminute. Oh. Okay. Sehe ich da jetzt den Samen ein oder lasse ich es? Ja. Mein Hintergrund ist jetzt auch schon wieder ein bisschen leerer geworden. Ich habe vorhin nämlich noch ein paar Umzugskisten gepackt. Wird so langsam ernst. Wenn alles gut geht, sind meine Räumlichkeiten vielleicht dann in 6 Wochen ungefähr fertig. Wahrscheinlich dauert es aber trotzdem noch ein bisschen länger. Dann kann ich vielleicht zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, aus dem neuen Haus streamen. Das wird schön. Das wird echt schön. Ich freue mich drauf. Dann habe ich auch endlich mal wieder Tageslicht. Ich glaube, dann kann ich auch mich mehr motivieren, mal was zu machen. Als wenn ich ständig hier nur im Keller hocke. Und ich kann bei langen Streams endlich mal lüften. Maui, könntest du bitte... Ja, dann geh von mir aus da wieder weg, aber...
Die. Hallo Pua, wo auch immer du schon wieder herkommst. Oh, die Schweinchen, ey. So süß. Bin ja nicht so der Schweinchenfreund, aber. Oh, er ist süß. So. Ich habe auch noch zigtausend Steinchen. Habe ich noch. Na doch, die kann ich eigentlich alle verkaufen. Glaube ich. Ich weiß nämlich nicht, welche ich davon brauche. Tatsächlich gar keinen. Kann ich alle verhökern. Nice. Wobei ich warte lieber. Wahrscheinlich brauche ich trotzdem noch welche. So, wie spät? Okay, das heißt 17. Nee. 19:25 ungefähr, wenn die hier fertig. Wäre natürlich einfacher, wenn es regnen würde jetzt. Aber man kann nicht alles haben. Warte, geht gleich weiter. Plänzchen. 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 Hallo Ryder. Einen wunderschönen Dienstag dir. Ich hoffe, es geht dir gut. So, wir haben es gleich. Dann bleibt nur noch das zweite Feld. Ja, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Heute Morgen ein bisschen Kreislauf gehabt, aber mittlerweile geht's wieder. Hallo Mini. Ja, okay. Ach ja, hier hätte ich gar nicht komplett gesehen. Weiß ich nicht warum. Ich hatte heute Morgen halt ein bisschen Schwindel, Kopfweh, halt Kreislauf. Wieso, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen dem Wetter. Jetzt die letzten Tage ja wieder bis zu 20 Grad waren und heute ist wieder 13, 14 Grad. Sogar noch weniger, glaube ich. Gehe ich jetzt einfach mal so von aus. Bei mir 11 Grad. Ja, wie gesagt, gestern hatte ich ja schon gesagt, da war mega scheiß Luft. Das ging gar nicht gestern.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich am Wetter gelegen hat. Es war auch so unangenehm. Warum lässt du heute so viele... Egal. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder einen Bug. Ja, ich habe heute, glaube ich, schon knapp 2 Liter. Ungefähr. Also trinken tue ich auf jeden Fall genug. Ich glaube, sonst hätte ich mich auch nicht aufgerafft zum Stream. Ich glaube, dann lege ich komplett da nieder. Warum wusste ich das? Mach ich die Apfelschorle hier leer? Jo. Jetzt mal was nachgießen. Danke, Ryder. Das sorgst du gut für mich. So achtet der Chat auf meine Gesundheit. Nee, ich habe heute aber wirklich viel getrunken. Gegessen habe ich auch schon. Und heute habe ich mich gut versorgt. Deswegen heute ist auch ein bisschen entspannterer Stream. Wahrscheinlich. Ich versuche auch immer Leben hier reinzubringen. Ja. Das ist lieb. Ich hoffe, der PC stürzt jetzt nicht ab. Mein PC macht nämlich schon wieder ganz, ganz komische Geräusche. Wird gerade schon wieder laut. Jetzt stehe ich gerade einfach mal kurz hier. Ich habe Angst gerade. PC, bitte. Beruhige dich. Wird wieder leise, ja? Hm? Ich dachte, wie das ganze Ding wieder aufhängt. Weil das alles wieder einzustellen ist ein bisschen meh. Mein PC hat immer so seine 5 Minuten. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Das machst du diesmal auch sehr schön. Hier gibt es dann ein großes Kürbisbeet. Dachte ich, hätte hier mehr gesät. Egal. Die paar Kürbisse reichen trotzdem. Ja, wie gesagt, ich möchte heute halt versuchen, so ein paar Quests hier zu erledigen. Und halt alles für das morgige Update fertig zu machen. Macht einen Umzug. Er geht voran. Langsam, aber er geht voran. Hab vorhin noch mal ein paar Kisten gepackt. Der Hintergrund wird langsam leerer. Also, da habe ich zum Beispiel schon das ganze Merchandise-Kram an Plüsch eingesammelt. Außer 2 Konsolen, die halt oben im Schlafzimmer stehen, sind ja halt auch schon alle eingepackt. Regal hinter mir wird leerer. Also, ja. Gut. Frisches ist von morgen bis Freitag halt schon im neuen Haus, macht da halt alles fertig. Kratzt die Tapete weiter ab, dass ich am Samstag eine ganze Wand fertig kriege. Also halt auch mit der finalen Farbe. Und noch eine grundieren kann. Der Streaming-Raum wird, ich schätze mal, in den nächsten 2-3 Wochen fertig. Weil wir haben halt nur nur den Freitag und den Samstag immer. Und, ja. Ich kann zwar für dich kochen, aber ich glaube, Frühstück wäre da gern dabei. Ich, ja.
Hallo Kitty. Komm schon. Nein. Ja, so ein bisschen sprachlos tatsächlich. So ein ganz kleines bisschen war ich tatsächlich sprachlos. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Du, zu jung gibt's nicht. Das Thema hatten wir schon mal. Sofern man sich nicht strafbar macht. Also, ne? Solange es nicht minderjährig ist. Also zu jung gibt's eigentlich in dem Sinne dann nicht. Das Thema hatten wir erst. Nee, ist es nicht, aber es ist eine Feststellung. Ich bin nicht mehr auf dem Markt. Gott sei Dank. Meine Suche hat ein Ende. Bin ich ganz dankbar für. Wo finde ich den? Das sagt man doch so, Kitty. Sagt man doch immer so. Ich wüsste es jetzt auch nicht. Außer die ganzen Pseudo-Dating-Seiten, die alles Schmutz sind. So. Wunderbar. Und verkaufen. Hallöchen. Die 19 Dinger behalte ich mal. Ich weiß nicht, ob ich nicht noch welche brauche. Ah ne, die 19 mehr. Ich glaube, ich habe sogar noch welche. Ich glaube, das wäre auch etwas too much, wenn aus in meinem Discord plötzlich eine Single-Börse ist. Ich weiß, ich habe es beim letzten Mal gesagt, aber es war auch eher als Spaß gemeint. Ich glaube, das kommt ein bisschen komisch. Turmalin. Ja, nur Turmalin brauche ich. Hallöchen. Früher, wo ich früher war, gab es eine Single-Börse. Da hatte ich auch meine letzte Beziehung gefunden. Ja gut, warum nicht, ne? Ich meine, es gibt die Möglichkeit, ja. Ich meine, ich glaube, bei mir sind nur die leider nicht so viele Singles. Wie führe ich das ein? Kannst du machen. So. Auch gereinigte Nachtschirm. Ach so. Ich habe ja was vergessen. Ich habe Mini da ja noch drin. Kürbisse. Gibt ja noch mehr Kürbisse. Ich war erst noch enttäuscht von der geringen Ausbeute. Ja, ich bin tatsächlich tot ins Bett gefallen. Es hat nicht lange gedauert, bis ich eingeschlafen bin. Wobei ich zweimal aufgewacht bin, weil sich mein Kater übergeben hat. Das war ein wunderbares Geräusch wieder. Aber ja, ich bin tatsächlich tot ins Bett gefallen.
Ich meine, von dem Gewürger eines Katers wird man automatisch wach. Ich weiß auch nicht. Das ist immer irgendwie so ein Sender. Oh, das ist hübsch. Habe ich die beiden schon? Das eine kommt mir als bekannt vor. Achso, das sollte ich vielleicht lieber in der Sammlung einmal nachgucken, ne? Ah, nee, das ist nur so eins. Also, in einer anderen Farbe. Ich war noch bis viel mein Basketball-Anime am Gucken. Eieiei. Also, ich lag mit der Kätzchen im Bett. Und wie gesagt, dann irgendwann hat Salem ins Wohnzimmer gereiert. Was kaum zu überhören war. Ja. War nicht schön. Oh, das ist schön, das will ich haben. Es geht wieder los, Leute. Hallo. Ja, will ich auch haben. Ich meine, wir haben 400 Tochs. Gut, da glitschen die Beine durch, aber ich hoffe, dass das gefixt wird. Schönen Tag noch. Sei gegrüßt, Nachbar. Juwelenrahmen. Okay. Dafür 14.000. Einfach nur für einen. Na egal. Oh, ich liebe. Hallo. Oh, ich liebe. Sei gegrüßt, Nachbar. Hey. Oh, ich liebe. Schön. Hallo. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Ja, ne? Ich auch. Einen schönen Tag noch. Wie mein ganzes Geld gerade dafür wieder ausgebe. Mein Wunschschema ist zwischen 27 und 37. Wenn mein Profil eintragen. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah. Welches Profil? Wir haben doch noch gar Ein keins. Schönen Tag noch. Teppichboden. Hey. Oh Gott. Hallo. Oh, hier ist auch noch was vom König der Löwen. Hab ich auch noch nicht. Ich mach doch auf meinem Discord keine Single. Außerdem, ich glaube, weibliche Singles gibt's bei mir auch gar nicht. Wenn. Erstens ist es bei mir sehr männerlastig, der Discord. Und die Frauen, die da sind, haben, glaube ich, tatsächlich alle schon eine Beziehung. Ich glaube, das ist relativ. Also, es sei denn, ihr sucht Männer. Das geht natürlich auch. Also, ne? Das wäre natürlich jetzt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Bei den Männern weiß ich nicht, wie es aussieht mit den Beziehungen. Kann ich leider nicht zu sagen. Einen schönen Tag noch. Ich rede hier nicht um den heißen Brei. Ich sag nur, warum ich sie machen würde. Hallo. Ich finde sie auch lustig. So ist es ja nicht. Schickes Bett. Einen schönen Tag noch. Das Bett habe ich, glaube ich, schon, oder? Das Schöne und das Biest. Ah ne, das Bett habe ich noch gar nicht. Das Bett hatte ich Gott sei Dank auch noch nicht. Glück gehabt. Ich habe bisher noch nie was Doppeltes gekauft. Ich habe ein Händchen dafür. Ich weiß noch nicht, was das hier sein soll. Bei aller Liebe. So. Und damit habe ich bis auf die zwei Sachen da, die ich aber wahrscheinlich trotzdem kaufe jetzt. Einfach damit ich sie habe. Den ganzen Laden wieder leer gekauft. Hallo. Ich liebe schöne sonnige
Der ganze Laden ist leer. Ich habe Bock, mir ein neues Spiel zu kaufen. Nur welches ist die Frage? Eines, was du gerne halt haben wollen würdest, schon länger. Vielleicht. Also das letzte, was ich mir gekauft habe, beziehungsweise habe ich es mir vorbestellt, kommt am 4. November. Ich glaube, 4. November ist es. Und halt heute das Planet Zoo DLC. Habe ich mir geholt. So. Noch mehr in meiner Sammlung. 139 von 973. Ich habe ein Problem, Leute. Ein ganz großes. Nee, es geht über WoW. Jetzt halt gibt es kein Event. Kommt bald wieder. Na gut. Dann gibt es halt gerade kein Event. Sammlung. Charaktere. Was brauche ich denn für die beiden noch? Tomalina habe ich. Musus Kungui. Gaspacho. Gebratene Champignons. Schaue ich mal nach. Ja, Monster Hunter Rise plus DLC zu kaufen. War für Switch, aber wenn ich es auf PC habe, könnte ich es streamen. Wäre eine Möglichkeit. Blaubeerkuchen. Wäre eine Möglichkeit. Was meinst du mit HWV? Ich bin nicht so gut, was Abkürzungen angeht. Es tut mir leid. Haben wir Virus? Ach so. Ja, gut. Ja. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Das Interesse da. Mir dabei zu. Ist die Frage. Also, ich gucke dir sowieso bei jedem Spiel zu. So ist es nicht. Hängt jemand von ab, wann du streamst? Meistens sehe ich erst gegen Ende, wenn du streamst. Ich kriege auch meistens keine Benachrichtigung. So, und das andere waren gebratene Champignons, ne? Gebratene Champignons. Und dann noch Mushus irgendwas. Wenn ich schon habe, natürlich. Nee, habe ich noch nicht das andere. Du hast abends keine Zeit, um auf Twitch Leuten zuzusehen. ich weiß gar nicht, Kitty streamt, glaube ich, meistens vormittags. Oh, hey. Aber abends habe ich tatsächlich keine Zeit, weil abends bin ich am Stream. Also da habe ich tatsächlich keine Zeit, anderen Leuten zuzusehen. Das ist... Alles klar! Das ist dann ja so ein bisschen schwierig. Von daher... Also meistens fange ich ja nachmittags an und streame dann bis irgendwann abends. Gibt zwar auch Ausnahmen, was habe ich denn jetzt schon wieder bekommen, aber ist in der Regel, ja. Dann kannst du durch dein Board auch Benachrichtigungen für Freunde raushauen. Ja gut, das ginge. Ich habe sowas halt nicht gemacht, weil ich erstens weiß, dass 99% der Menschen die Discord sowieso alle auf Stumm haben und sowieso nicht nachgucken. Deswegen ist sowas Beißes tatsächlich unnötig. Wie gesagt, ich weiß halt von 99% der Leute auf meinem Discord haben alles auf Stumm. Die sehen es halt einfach gar nicht. Die gucken halt auch noch nicht mal nach. Das ist das Schlimme daran. Deswegen habe ich noch nie darüber nachgedacht. Also ich habe darüber nachgedacht, aber noch nie wieder dazu aufgerafft, das zu machen, weil meistens ist das so leider unnötig. Nicht für mich selber, aber für die meisten anderen. Wenn dann will ich das ja auch für die anderen machen.
Wobei es guckt keiner. Und ich habe Twitch mittlerweile, das habe ich mir jetzt angewöhnt. Meistens, wenn ich unten am PC bin, generell offen. Und da habe auch meistens ganz unten. Und wenn ich dann sehe, ah, jemand ist online, bin ich meistens drauf. Nur Benachrichtigungen kriege ich halt nicht. Ich bin mir auch drunter. Daher weiß ich spätestens 15 Minuten später, dass du streamst. No. Ja, wie gesagt, bei mir. Mit jedem, mit dem ich halt mal so geschrieben habe, so. Ja, nee, Benachrichtigung weiß ich gar nichts von. Nee, ich habe den Discord auf Stumm. Deswegen. Dann braucht man sowas halt. Also brauche ich sowas bei mir halt nicht machen, wenn ich weiß, dass die Leute das halt eh auf Stumm haben. Das ist halt das Problem. Sehe ich ja bei mir ja auch. Ich habe ja bei mir auch die Benachrichtigung. Kommen trotzdem Leute mit, wie du streamst. Ja, Discord. Ja, nee, Discord habe ich auch stumm. Ja, gut, dann halt nicht. Ja. Deswegen habe ich mir halt immer gedacht, gut, okay. Müssen die Leute halt selbst zu sehen, wie sie es sehen. Traurig, aber wahr. Ich hab dann jetzt hier nicht auf Stumm, bin auch oft bei dir. Dann gehörst du zu dem 1%, der es nicht auf Stumm hat. Aber zum Beispiel bei meinen Mods weiß ich zum Beispiel auch, dass sie den Discord auf Stumm haben. Sie sehen es halt nur dann, wenn sie markiert werden. Deswegen. Ja. Ich suche immer noch Ariel. Schlechte Mods. Ey, nichts gegen meine Mods. Meine Mods sind nicht schlecht. Ich habe eine Stimme bekommen, eben eine Benachrichtigung von meinem Bot. Ja, das wusste ich ja zum Beispiel nicht, dass du halt von deinem Bot eine Benachrichtigung kriegst. Das wusste ich ja nicht. Aber nee, ich brauche tatsächlich zurzeit keine Mods. Noch nicht. Kommt noch. Oh, du bist es. Aber zurzeit brauche ich keine. Meine Mods sind da, wenn sie da sind. Was zurzeit zwar sehr rar ist. Gut, Luna ist krank. Luna ist sowieso entschuldigt, weil. Krank. Kranke Mods gehören ins Bett. Gut, und Hybrid ist, glaube ich, arbeiten. Gewinnst du schon ab? Ja. Da brauche ich noch lange keine. Wie gesagt, meistens kriege ich das ja. Und zur Zeit, ja, es kommen zwar viele Raids. Aber dann muss ich das halt managen. Das ist jetzt auch nicht so das Überwältigendste. Also, das ein-, zweimal raustappen, das kriege ich auch noch hin. Was weiß ich, muss 30 zu schauen, finde ich, reichen zwei Mods. Ja, eindeutig. Und das ist ja selten der Fall. Ich glaube, wenn, halt durch Raids hatte ich mal 30. Ich glaube, das höchste, was ich hatte, waren. Also, einmal halt konstant 21. Ich glaube, das war zu Endwalker, als das Addon von FF14 rauskam. Und bei ESO halt manchmal. Aber die Zahl erreiche ich halt selten, ne? Deswegen. Zwei Mods reichen. Lass uns den Zauber vorbereiten. Ich sorge dafür, dass er sicher ist. Versprochen. Zuerst brauchen wir eine Muschel. Aber nicht irgendeine Muschel. Wir brauchen eine von diesem Mädchen, das dauernd mit dem Meer redet. Vajana. Sobald du das hast, finde einen Aquamarin. Den habe ich gerade verkauft. Und einen Tintenfisch. Wechsle all diese Dinge zu einem Zaubertrank zusammen und bring ihn mir. Warum bist du noch hier? Kusch, kusch! Ah, da bist du ja. Ich hab noch was für dich. Das Pacho habe ich noch für dich. Oh. Kann ich mit dir noch einmal labern?
Ja. Wie quäß. Da dachte ich auch, und Raid auf einmal dachte, was ist jetzt kaputt? Ja, das ist echt viel. Das hatte ich zum Beispiel halt noch nicht. Ich glaube, das höchste bei einem Raid zum Beispiel war mal 48. Ich glaube, das war das höchste. Ist aber auch schon lange, lange her. So. Die gereinigten Nachtschirme muss ich noch herstellen. Ich hoffe, ich habe da überhaupt genug für. Ich weiß auch immer noch nicht, wo Ariel ist. Mist. Ich habe nicht genug Nachtschirme, glaube ich. So. 35, 19 für Grundspiel und DLC. Das kannst allein nur du wissen. Ah, 3 brauche ich. Ich bin auch eine ganz schlechte Ratgeberin. Ich, die sich alle Spiele eh doppelt holt. Hab sie mal was in die DC geschickt. Okay, schaue ich gleich nach. Ich will erstmal nur kurz die Nachtschirme finden. So entschlossen, besonders weil ich das Spiel halt schon kenne. Ja. Gibt's denn noch ein Spiel, was du nicht kennst und gerne hättest? Nein, Kacke. Also jetzt habe ich's ja. Muss ich dann nochmal zumachen? Nachtscherben. Das ist ein Multiplayer, dafür bräuchte ich Mitspieler. Kein einziges Singleplayer-Game? Du machst es einem echt nicht leicht, Kitty. Oh, Löcher im Boden da. Nachtscherbe. So, dann kann ich jetzt auch erstmal kurz hier hinreisen. Finclair ist mega selten bei mir. Ich weiß. Aber trotzdem, ich hatte ja die Hoffnung, dass du sagst, hey, ja, doch, ich habe eins. Noch. Ich weiß, dass du doch ein Multiplayer-Spieler bist. Weiß ich doch. War trotzdem ein kleiner Hoffnungsschimmer. Versuch dir nur zu helfen. Habe ich den LAN schon ausgebaut? Ja, habe ich. Ja, WoW könnte ich mir jetzt halt zum Beispiel auch gerade nicht leisten. WoW ginge zum Beispiel bei mir gerade nicht. Ariel. Hallo. Hi. Romalin. Und dieses von Mushu, das muss ich noch suchen. Mushus. Ich hab Bock auf WoW, aber ich bin da dauerhaft allein und dafür gibt mir das Spaß. FF und dann auch öfter der Fall. Ja gut, FF habe ich halt zurzeit meine Gründe, warum ich nicht so regelmäßig online bin. Kann ich dir morgen dann mal erzählen.